Ja, herzlichen Glückwunsch, furioser Sieg. Vorher hat man sich eigentlich nur die Frage gestellt, mit wie viel Längen wird Cizre Moon heute siegen. Es ist genau andersrum gekommen. Was bedeutet das für den Trainer? Ja, das ist für mich, ich bin sehr stolz, das Rennen gewinnen zu haben. Ivano ist immer ein sehr guter Pferd gewesen, der ein bisschen Probleme gehabt hat. Aber das war natürlich voraus nicht sehbar, dass man Cizre Moon schlagen könnte. Ich habe auch nicht mit der Gedanke gespielt, ihn zu schlagen, aber ich habe gesagt, es ist ein sehr gutes Pferd, der Andorra ist auch ein sehr gutes Pferd und auf ein gutes Rennen. Und ich war überrascht, dass das so leicht geht, aber desto bin ich stolzer. Man hat eher gedacht, Lucky Lion wäre der härteste Konkurrent. Ivanhoe hat es nun allen gezeigt. Wie war die Rennstrategie? Es gab keine Rennstrategie. Ich habe auch Philipp keine Order gegeben. Ich habe zu Philipp einfach gesagt, ich Spaß daran. Reit wie du willst, muss einfach Spaß haben, das Pferd muss einfach Spaß haben und alles andere wird sich von alleine zeigen. Das heißt, er hat alles richtig gemacht? Er hat alles richtig gemacht. Wenn man gewinnt, macht man immer alles richtig. Wie wird heute noch gefeiert? Oh, wenige. Ich habe noch ein paar Kilometer zu machen. Ich habe noch was zu tun morgen. Also ich habe noch eine Starter und danach werde ich nach Hause fahren. Und danach werde ich meine Frau und meine Kinder zu Hause besuchen und dann mal schön zusammen essen und vielleicht trinke ich dann gleich Champagner. Vielen Dank und ja, genießen Sie den Sieg trotzdem noch. Ja.